Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ultra Sonne. Huhu, wir sind wieder hier am Start bei einem weiteren Part von diesem wunderbaren Let's Play und sind jetzt auf dem Weg, Mantax zu bändigen. Zu reiten und Rotom, was ist los mit dir, ne? Freu dich ein bisschen, dass du hier heute am Start... Wenn das nicht ein Alolamon ist, Alola Eich! Und dazu besitzt du auch noch die Z-Kristalle, Normium, Bartlium Z. Ich habe auch den Aerium Z, mein Freund, ne? Wollen wir mal hier, ne, zur Vervollständigkeit sagen. Du hast mit anderen Worten also sowohl Elimas Prüfung als auch die größte Prüfung von Halla besiegt oder erfolgreich abgeschlossen, stimmt's? Meine Glückwünsche! Da ist der Big Daddy Oak, a.k.a. nicht Samuel, sondern Heinrich. Wenn ich mich vorstellen dürfte, mein Name ist Heinrich Eich. Ich bin Pokémon-Forscher und untersuche unter anderem die Herrscher-Pokémon in Alola. Fragst du dich nicht auch, warum Herrscher-Pokémon im Vergleich zu herkömmlichen Pokémon oder herkömmlichen Artgenossen so auffallend groß sind und was es mit dieser besonderen Aura auf sich hat, die sie umgibt? Aber klar doch! Alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Dann spitz mal die Ohren! Ich möchte, dass du bestimmte Sticker für mich sammelst. Oh, für die du dann im Gegenzug ein Pokémon erhältst, das einem Herrscher-Pokémon ähnelt. Deshalb werden diese Sticker auch Herrscher-Sticker genannt. Du kannst sie hier und da in Alola finden. Zieh sie einfach ab und sammel sie. Zeigst du mir 20 Sticker, erhältst du von mir ein Manuspector. Ich zähle auf dich, Zero. Immerhin bist du den Trainer, dem Kukui sein eigenes Rotom anvertraut hat. Wir haben erst 16, leider. Ich mach mich da mal wieder auf zum Kantai-Strand, auf Akala. Schwing dich einfach auf Mantax und komm rübergesurft, wenn du meine Hilfe brauchst. Das wäre ultra sad, wenn wir schon 20 hätten und jetzt einfach abhaut, ne? Aber wir haben noch keine 20, von daher alles safe. Ich glaube, viele bekommen auch erst mit Surfer. Von daher. Skuskur! Oder halt den Pokémobile, ne? Weil man kommt ja eigentlich kein Surfer. Oh, seid ihr zweiter Freunde? Ja, aber wenn ein Arbeitseinsatz kommt, ist alles, was davor gesagt ist, egal. Er wird jetzt sagen so, ja, aber er ist ein Spaß. Aber nicht nur das, wir sind auch zusammen auf Inselwanderschaft. Achso, okay, dann hast du mal gerettet, Tali, da hast du mal gerettet. Und unser nächstes Ziel ist die Insel Akala. Oh, dann habt ihr also den alten Halla besiegt. Ich bin mir sicher, Mantax wäre es eine Ehre, euch auf seinem Rücken tragen zu dürfen. Ich könnte auch auf Tali rüber surfen, das wäre auch cool. Super, und was müssen wir machen, um aufzusteigen? Sprich Mantax einfach an. Dachte ich mal aus, so alter Lava ist doch einfach an, Dude. Rauf geht's auf Mantax. Ich bin so gehypt auf dieses Event. Yeah, man. Oh, die Musik. Gänsehaut, Alter. Awesome. Oh, yo, es startet gleich. Es startet gleich. Ich bin gespannt. Okay, beim Mantax-Surfen gilt es... Oh, die Musik, Alter. Oh, die Musik. Die ist so episch. Oh, auf dem Weg zur Zielinsel so viele Kunststücke wie möglich hinzulegen, um eine Höhe oder Höchstpunktzahl hin zu erzielen. Es gibt 4 Lektionen fürs Mantax-Surfen. Legen wir erstmal los. Lektion 1. Beschleunigen mit dem Steuerkreuz. Mantax schwimmt von selbst vorwärts. Hast du den höchsten Punkt der Welle erreicht, bewege das Shieldpad nach links, um sie wieder runterzureiten und so zu beschleunigen. Macht Sinn. Okay, wir gehen hier rauf. Und wieder runter. Yeah, man. Yeah. Und wieder runter, man. Oh, wir sind gelb. Glückwunsch, du hast die erste Lektion bestanden. Wenn Mantax Fahrt aufgenommen hat, erscheinen um es herum orangefarbene Luftströmungen. Habe ich schon gemerkt, Digga. Das habe ich schon gemerkt. Oh, noch nicht überspringen. Lektion 2, springen. Okay. Erreichst du den höchsten Punkt der Welle, kannst du das Shieldpad nach rechts bewegen, um einen Sprung herauszuführen. Okay, machen wir einfach mal. Yeah. Der war jetzt aber nicht so krank, ne? Glückwunsch, du hast Lektion 2 gemeistert. Je nach Kunststück und Höhe der Welle fällt deine Punkte unterschiedlich aus. Behalte das bei deinen Sprüngen im Hinterkopf. Okay, jetzt habe ich das andere aber nicht gelesen, was super, super sad ist. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Lektion 3, Kunststücke. Bewegst du das Shieldpad, während Mantax sich in der Luft befindet,
führst du Drehung aus. Okay. Drehst du dich innerhalb von einem Sprung mehrmals hintereinander, legst du komplexe Kunststücke hin. Okay, auf den Touchscreen werden dir mögliche Kombinationen angezeigt. Probiere es doch gleich einfach aus. Führe einen Sprung aus und lege dann ein komplexes Kunststück hin. Okay, wir probieren es einfach mal. Ich werde erstmal Fahrt aufnehmen, so. Ne, wir müssen erstmal ein bisschen Fahrt aufnehmen, Jungs. Und dann... Zack, Alter, das war gut. Landbonus, okay. Glückwunsch, du hast Lektion 3 bestanden. Nachdem ein Kunststück ausgeführt wurde, erscheint ein leuchtender Ring um Mantax. Führst du die nächste Drehung aus, bevor dieser verschwindet, gibt es noch mehr Punkte. Okay, ich bin ready, Alter. Lektion 4, die Landung. Nachdem Mantax in der Luft gesprungen ist, fällt es langsam in Höhe und landet schließlich auf dem Wasser. Setz Mantax mitten in der Drehung auf dem Wasser auf. Ich denke mal, es wird von der Welt verschluckt, das sollte eigentlich klar sein. Probier es gleich mal aus, führe einen Sprung aus und mache keinen Scheiß dadurch. So, also wieder Fahrt aufnehmen, Jungs, ne? Ganz, ganz wichtig. So, ich will eigentlich erst orange werden, sodass wir noch mehr Speed haben. Yes, man, und jetzt geht's hoch auf die Welt! Zack, 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 zack. Und Landbonus. Ja, Mann. Glückwunsch, aus Lektion 4 bestanden. Landet Mantax sauber auf dem Wasser, erhältst du zusätzlich zu den bereits angesammelten Punkten für Kunststück einen Landbonus. Kennt ihr das, wenn ihr auf Klo seid? Kriegt ihr auch immer einen Landbonus, Alter. Glückwunsch, du hast alle Lektionen gemeistert. Jetzt bist du ein waschechter Mantax-Surfer. Sprich den Surfer am Strand an, wenn du die Lektion alle absolviert hast. Sick! Okay, ich bin ready. Ich bin ready, Alter. Seid ihr jedenfalls ready? Wir sind ready! Da ist ein Surfer, seht ihr das? Oder ist das so ein Ring? Das sind Gegenstände, ne? Shit, Alter. Und jetzt! Bam! Jump, jump, jump! Oh! Landbonus! Yeah, man! No! Oh, wow, wow, wow! Gegenstände im Wasser sind nicht so OP. Was haben wir hier denn? Kann man das mitnehmen? Das sind Tantachas! Shish! Was macht ihr denn hier? Shish! Kann man hier auch Items sammeln, so? Oder ist das mehr so... Oh mein Gott, die Welle ist hoch. Die Welle ist hoch. Die müssen wir eigentlich nehmen! Aber die war scheiße. Wir sind abgesummelt. Scheiße, wir hatten nicht genug Speed. Mantax, schnell, geh hoch. Okay, Leute, wir müssen, ne, ein bisschen nachdenken hier. Zack, und wieder Speed nehmen. Und jetzt können wir vielleicht mal hoch hier. Komm, mit Speed, mit Speed, mit Speed, mit Speed! Und da haben wir eine Dreier-Kombo gemacht. Sehr, sehr sick. So, wieder Speed aufnehmen. Das ist wie echtes Surfen so, ne? Also so ein bisschen nachdenken. So, wieder Speed. Und jetzt wieder hoch. Und... Nein! Oh, 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 das war ganz, ganz knapp, Alter. Wir haben fast die Sangana-Bisschraube geschafft. Aber so, na, noch nicht. So, erstmal wieder Speed aufnehmen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Und wieder hoch hinaus. Und jetzt kommt die Sangana-Bisschraube. Sick. Ganz easy. Das war easy. So, wieder runter. Und wieder hoch da die Tassen. So, ganz viel Fahrt aufnehmen und zack. Oh, Tentacha, geh weg da, Jung. Ich hab keinen Bock auf dich. Und links drehe, nochmal Landbonus dazu gegönnt. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die viel, viel besser sind als ich hier, aber... Naja, aber ich probiere es trotzdem, ne? Also, ich habe hier ganz viel Spaß dabei, das ist die Hauptsache, finde ich. So, und wir sind jetzt richtig hoch. Oh, wow, 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 der war, glaube ich, gut. Da haben wir nochmal gut Points gesammelt. Und noch einmal. Noch ein doppelter. Oh, das war... Da war kein Landbonus. Das war mehr so unter Wasser. So, noch einmal Fahrt aufnehmen. Zero. Jawohl. Nochmal eine kleine Schraube hingelegt. Und nochmal. Plus Landbonus. Und noch einmal. Okay, das war vielleicht nicht ganz so nice. Aber okay. Bin ganz zufrieden für mein erstes Mal. So, ne? Da ist man nicht ganz so strong. Wenigstens über 1000 Punkte gesucht. Das ist, glaube ich, ganz okay. Okay, es gab doch ganz gute Punkte ein paar Mal, ne? Ja, doch. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, die meisten haben so 12.000 Gold. Aber die haben das bestimmt auch nicht das erste Mal gemacht, ne? Da muss man nochmal dazu rechnen. 6.300. Ist jetzt keine Meisterleistung, aber ist in Ordnung. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und wir sind nach Mele Mele zu Akala gefahren. Das ist gut. Akala. So, Start. Die Aufnahme muss natürlich auch wieder angemacht werden. Schauen wir mal. Oh, die Musik, die ist einfach so richtig Mario Sunshine-Style. Ihr kennt noch Mario Sunshine, oder? Super cooles Spiel erstmal. Feier ich des Todes.
Okay. Dock mal das Fenster ein bisschen nach oben hin. Hutzaza, da wären wir. Hey, der Professor hätte dieses Wortspiel bestimmt geliebt. Ich bin so froh, dass wir nicht nach Kalle erreicht haben. Oh ja, ich bin auch richtig froh, ey. Mantax ist echt eine Wucht. Ich frage mich, ob der Professor und Lilly auch schon auf der Insel angekommen sind. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und gehen sie suchen. Gute Idee, Talsti. Gute Idee, Talsti, Alter. Ich sagte noch, du bist scheiße gewesen, ey. Es war ordentlich mit 6374 Punkten. Hast du auf diesem Kurs einen persönlichen Rekord aufgestellt? Nicht schlecht. Die Menge feiert dich bereits. Hier, das ist für dich, hast du verdient. Geil, wir zwei Gewinnpunkte. Ja, nice. Ich glaube, ich werde das offscreen machen und ordentlich Punkte sammeln, damit wir uns gute Attacken holen können beim Attackenlerner. Wir sind auf der Kallag angekommen. Im Pokédex findest du jetzt einen neuen Insel-Pokédex. Entdecke viele neue Pokémon. Sehr, sehr ordinär. Gibt es hier neue Attacken, die wir lernen können? Zeig mal, was ihr für Attacken hier so habt. Eisenschweifgroll. Okay, was ist das denn? Ja, Galanteri. Galanteri kenne ich gar nicht, Alter. Anwender möglich direkt Ziel nach... Solange der Anwender als erstes zum Zug kommt. Okay, habe ich noch nie alles gesehen, die Attacke. Gigasauger, Synthese, Seitentausch, Ampelleuchte, Erdanziehung, Tarnsteine. Sehr, sehr wichtig. Eisenabwehr, Telekinese, Magnetfuß, Sprungfeder, Rollentausch, Feuerschlag, Aquavill. Der Feuerschlag ist, glaube ich, auch relativ wichtig. Das kann man sich bei dir gönnen. Wieder so ein paar AP-Tops, Proteine. Ja, ja, sieht man sowas. Sonderbonschen, auch ganz gut. Aber Sonderbonschen, Leute, die könnt ihr auch im Pokécenter für umsonst bekommen, ne? Für nichts. Also, ein kleiner Tipp von mir. Gönnt euch das lieber im Pokécenter. Und ich finde das cool, dass hier über so ein Strand jetzt ist hier. Da können wir nicht lang, weil da Guffer vor sind, okay. Wir müssen sogar hier hin, sehe ich gerade. Ich möchte aber ganz gerne das... Ich habe da sogar einen Sticker schon gesehen, ne? So im ersten Augenblick, ne? Aber ich möchte ganz gerne noch ein bisschen gucken, was hier noch so ist. Alles zu erforschen, was Neues. Hey, hier ist Samuel Eich. Ne, Heinrich heißt er ja. Oh, Zero. Ich hatte dich schon erwartet. Bisher hast du also 14 Sticker gesammelt, verstehe. Es ist gar nicht so einfach, sie alle aufzuspüren, nicht wahr? Die Captains und Prüfungshelfer geben sich große Mühe, Kreuzung für Alola Sticker anzubringen. Okay, das kommt natürlich irgendwie auch deiner Inselwirtschaft zugute. Denn indem du die Sticker aufspürst, abziehst und sammelst, kommst du ganz schön Alola herum. Das finde ich halt nice, ne? An solchen Quests, dass man halt die Stadt so ein bisschen kennenlernt. Und daher mache ich das immer relativ gerne, dass ich solche Sidequests mache. Sei es die Zugade-Teile oder jetzt die Sticker. Kann man mal immer mal machen. Oh, seht ihr das? Das ist ein Sticker vom Pokémon-Film. Und ich bin mir nicht sicher, ist das hier der zweite Pokémon-Film und Lugia drauf? Ich meine schon. Oder bin ich gerade voll im Hype so? Na, was sagst du, Tali? Psst, schau mal. Vier Guffers auf einem Haufen. Sie schlafen ganz friedlich. Ich würde sagen, wir wecken sie lieber nicht auf. Guffer ist toll, aber es sind drei, nicht vier. Aber ich habe vielleicht. Stand da vielleicht drei und ich habe vier gesagt? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich total doof. Keine Ahnung. Kommen jetzt Dexio und Co.? Nee. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Das Boot, von Kukui. Voll witzig, dass wir nicht mitgefahren sind. Zero Tali, seid ja hier. Da seid ihr. wie lief es beim Montagssurfen? Oh, geht so, ne? Eigentlich ganz gut. Das hört man gerne. So kann es ruhig auch mit eurer Inselwirtschaft weitergehen. Mantax ist viel schneller als deine Yacht, Professor. Wie kann das sein? Ich glaube, das liegt daran, dass die Yacht des Professors ihre besten Jahre hinter sich hat. Oh, yo. Wie ich sehe, stehst du immer noch auf dem Macho, mein Lokokui. Oh, 1-1 übernommen. Das ist jetzt Mailer, glaube ich, heißt sie, ne? Du hast mal erwähnt, dass du damit einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen willst. Bei mir hat's funktioniert. Aber ob nun positiv oder negativ. Oh, die feiert die Shots aber richtig, Alter. Wilkjörn, komm zurück in die Tasche. Keine Panik, Alter. Kein Grund zur Sorge, Lilly. Das ist meine damalige Freundin. Ich meine, die ist Mailer. Mailer. Schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Mailer. Und das ist... Nee, daran geht Kukui nicht. Die ist noch zu jung. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin Mahou. Die Ho, Captain aus Leidenschaft. Auf dem Weg zum Hafen bin ich zufällig auf Mahou gestoßen. Gegen Mahou würde ich auch gerne stoßen, Alter. Nee, Spaß beiseite, Leute. Spaß beiseite. Mahou ist eine ganz süße. Hier auf Akala kennt jeder meine Prüfung, weil sie das Beste aus allen Zutaten herausholt. Ja, sie ist eine kleine Köchin, ne? Also, ich finde die echt niedlich, die Kleine. Die hat echt Charakter. Und die Zutaten... Und die Prüfung ist mega schwer.
Und die Zutaten seid in diesem Falle ihr beiden. Vielversprechende Trainer erkenne ich sofort. Die will uns kochen, Jungs, nicht lächeln. Maho ist allerdings nicht die einzige Captain hier auf Akala. Was steht denn zuerst auf dem Plan? Naja, das überlasse ich den Kindern. Ist schließlich auch ihre Inselwanderschaft, ne? Da hast du wohl recht. Also gut, Kinder, ich wünsche euch und euren Pokémon eine tolle Zeit auf Akala. Ich freue mich schon auf euren ersten Pokémon-Kampf. Auf unseren ersten Pokémon-Kampf, ne? Weil sie ist ja die Königin auf dieser Insel. Ich warte auf euch. Komm, Maho, wir gehen. Girly Power. Und jetzt guckt euch das an. Sie shakert mit dem Arsch hin und her. Maho ist die Einzige, die Tschüss sagt, weil sie super cute und süß ist. Und wir drei Männer gönnen uns so. Ja, und... Ja, Kokui, du Kleiner! Typisch Mailer, dieser Arsch. Ich meine natürlich, sie würde nie zugeben, dass sie sich Sorgen um euch macht. Aber mich kann sie nicht um die Nase herumführen. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, eine warmherzige Inselkönigin wie sie zu haben. Auf Akala gibt es insgesamt drei Prüfungen, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr die erste Prüfung sofort in Angriff nehmen wollt, geht am besten über Route 4, direkt nach Anohana oder Ohana heißt es, glaube ich, ne? Was für Malasadas sie wohl haben? Malasada, Alter. Geil. Ich denke, ich werde die Boutique einen Besuch abstatten und danach werde ich für Wölkchen wohl ein paar Nachforschungen zu den Ruinen anstellen. Sehr, sehr nice, Peoples. Okay. Wenn erstmal hier lang gehen, zu Lily. Ich will nämlich einfach ans Pokécenter gehen. Eigentlich könnten wir uns hier in der Boutique auch einkleiden, ne? Das wäre auch eine Idee. Oh, Zero! Pew! Möchtest du zu den Ruinen? Ich glaube, mein kleiner Freund hier könnte Interesse an den Ruinen des Lebens haben. Der Schutzpatron von Akala heißt übrigens Wokapu Falla. Ja, auch ein sehr, sehr starkes Mon. Ich habe mich gefragt, ob du uns nicht vielleicht dorthin begleiten willst. Es sieht so aus, als hätte Wölkchen dich ins Herz geschlossen, Zero. Ui, du bist ein Cutie, Alter. Wir warten bei dem Motel Meeresrauschen. Ich habe dort eine Verabredung mit einer Person. Wie, du hast ein Date? Keine Sorge. Okay, keine Sorge, dann ist gut. Ich finde allein dorthin. Man kann das Hotel ja von hier aus schon sehen. Piep, piep. Voll Cutie, Alter. Du bist richtig Cutie. Und du geh wieder in die Tasche. Get in the bag, Nabby. Ja, nicht heulen. Get in the bag, Navi. Get in the bag. Soll ich noch streicheln so, oder wie ist das? Piu, piu. Guck mal, ich hab's beruhigt so. Ich hab's gesagt so, du bist ein Süßi. Und dann ist er einfach in seine Tasche wieder gegangen. Der kleine Cutie. Ciao, Lily. Ich habe übrigens von einer Gruppe gehört, die sich Team Skull nennt und anderen ihre Pokémon stiehlt. Wir sollen aufpassen, dass wir solchen bösen Menschen gar nicht erst über den Weg laufen. Meinst du nicht auch, Zero? Das wäre eine gute Option, ja. Sollten wir nicht tun. Erstmal geht Klamotten shoppen. Gibt's hier vielleicht einen Sticker irgendwo? Vielleicht gibt's hier ein paar Pandias. Und sonst nichts. Haben sie sowas im Sonderangebot für mich, ne? Ich möchte ganz gerne was kaufen. Ich bin der Pokeball-Shirt. Das sieht nice aus. Was haben wir sonst noch hier? So ein kleines Shirt. So eine Faust. Das Hundemontag. Das habe ich sonst immer gehabt. Das finde ich halt mega cool. Nur mein Polohemd. Polohemd mit Sterne, Polohemd mit Sternmuster, noch ein Polohemd. Habt ihr was anderes als Polohemden, Alter? Nee. Das Pokémon-Shirt finde ich ja ganz fresh. Neue Hose hätte ich ganz gerne mal. Die ist ja mega fancy, Alter. Das ist eine Bermuda-Short so. Aber eigentlich passt die nicht zu uns. Eigentlich möchte ich ganz gerne eine rote Hose haben. Ja, sowas, das passt halt, ne? Was haben wir sonst noch hier? Mehr gibt's nicht. Können wir noch eine neue Mütze uns holen? Ich bin da gar kein Fan von der Mütze. So eine Schirmmütze finde ich viel, viel besser. Aber welche holen wir uns? Hier so blaue Highlights. Ich glaube, die ist auch teurer, ne? Ja, ja, immer das Teure kaufen, Zero, ne? Eine Brille. Wollen wir uns eine Brille gönnen? Ich meine, trage in Real Life selber eine Brille. Also, falls ihr einen Typen seht, der so aussieht wie ich mit Brille, das könnte höchstwahrscheinlich ich sein, weil ich trage halt im Real Life eine Brille, weil ich die zum Autofahren brauche und in der Schule und sowas. So, vielen Dank. Und schon sehen wir richtig stylisch aus. Gefällt mir. Viel besserer Protagonist jetzt. Dead Zero. Und ich möchte ganz gerne erstmal zum Center. Oh, hier können wir nicht lang. Da ist nämlich das Käufer... Ne, wie heißt es? Von Yorklef die letzte Entwicklung. Erstmal will ich aber einen Sonderbonschen bekommen hier, Alter, oder?
Yeah. Ich sag's ja noch. Ich krieg einen Sonderbornschneider, wenn ich ihn will. Nee, möchte ich gar nicht. Dankeschön. War auf jeden Fall super, super nett von dir. Und wir werden erstmal mit allen Leuten sprechen. Ich bin Ken, der Kenner. Wow, ich kenne alle Menschen, einschließlich ihre Pokémon. Wenn du mir ein Pokémon zeigst, das du per Tausch erhalten hast, erzähle ich dir etwas. Okay, über den Originaltrainer. Sehr, sehr geil, Alter. Was über... Ich will die Story von Gewalter gehört jetzt, Alter. Erzähl mir die Story von Gewalter jetzt. Hey, diese Reserero kenne ich doch. Das ist ein Originaltrainer, heißt, Hila. Genau. Meine gute Freundin. Ich kenne Hila als sehr hilfsbereiten Menschen. Als ich mich mal in eine Höhle verlaufen hatte, nahm sie mich an der Hand und führte mich bis zum Ausgang. Das hat mir nur mein Herz erwärmt. Das hat nicht nur mein Herz erwärmt, sondern auch meine armen, frierenden Fingerlein. Kümmer dich gut, Resadero. Denk ab und zu an Hila. Ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen in Love in der ist. Dann kann das sein. Ich glaube, ich lege mir die TM Schutzschild zu. Schutzschild ist eine sehr, sehr starke TM. Wir können ja TMs kaufen sogar, okay? Oh, yeah. Sehr, sehr gut. Reflektor ist ein sehr, sehr guter Move. Genauso wie Lichtschild. Werde ich mir beide mal gönnen. Und wir werden mal wissen, was verkaufen auch, da wir Sternstaubsauce wieder gefunden haben. Und Beleber, denke ich, auch mal wieder, oder? Ja, Sternstaub erstmal 6.000 Coins dafür. Nugget 5.000 Coins. Also man kann hier eigentlich nicht sagen, dass man wenig Kohle hat hier in diesem Spiel. Weil, ja, man bekommt hier so viel Sachen einfach in den Hintern gedrückt. So Sternstaub, Nuggets und sowas. Seien es Mini-Pilze, ne? Das bekommt man alles, Leute. Das ist möglich. So, wir gucken erstmal, wer die Attacken erlernen kann. Weil das ist ein guter Move in der Nuzlocke. Keiner. Ah doch, Lichel können Leute erlernen. Lichel werden wir mal Derpy beibringen, oder? Besten wäre es beim schnellen Mon, aber es kann kein schnelles Mon von uns erlernen, so. Und Derpy ist halt ein bisschen physisch, ja, physischer, so, der kann ein bisschen was aussehen, dann kann er den noch setupen, das ist ganz gut. Und Tackle brauchen wir nicht, weil wir speziell offensiv sind. Sehr nice. Und noch Attacken, die man erlernen muss. Katapult, Plage, Schleuder, Trugschlag, Durchbruch. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Gerade noch nicht. Bisher läuft das ganz gut. Was willst du mir sagen? Pokémon, die man per Tausch erhalten hat, bekommen Erfahrungspunkte, bekommen mehr Erfahrungspunkte und lassen sich deshalb leichter trainieren. Das wissen wir auch. Ich trainiere zwar keine Pokémon, aber ich liebe Pokébälle. Die sind so winzig. Und doch tragen sie eine ganze Welt in sich. Einfach fasziniert. Ah, wie ich sehe, hast du einen Fleckmon in einem Pokéball gefangen. Ein klassischer Pokéball-Fleckmon scheint es in seinem Inneren gut zu gehen. Er gehört zur grundlegenden Ausrüstung eines jeden Pokémon-Trainers. Ja, danke. Beim Aufsammeln von Beeren kann es passieren, dass du von einem Pokémon angegriffen wirst. Ja, das wissen wir auch. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder raus aus dem Laden. Und machen nochmal kurz den Kampf gegen Dexio, denke ich einfach mal, dass er nochmal kommt, dass wir den nochmal triggern können. Yes! Hey, du da! Ah, tut mir leid, dass wir dich erschreckt haben. Du bist auf Inselwanderschaft, oder? Ich bin Dexio! Ich heiße Sina! Sind die jetzt das Genu Force oder was? Setz jetzt hier mit den Posen los! Jetzt kommt und ich bin Zero. Look at my dab. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Alter, und eingebildet ist sie auch noch. Tschüss. Ihr seid ja dreckige Spastis. Ich weiß, sie kommt aus Carlos. Aber trotzdem. Ihr seid dreckige Spasten. Oh, ich habe gerade gedacht, meine Aufnahme läuft nicht, ey. Ich dachte gerade so, wow. Wir sind hergekommen, um uns die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Aber wir interessieren uns auch sehr für die Inselwanderschaft, die es nur hier gibt. Was sagst du? Willst du einen Kampf gegen Dexio wagen? Wie bitte? Obwohl wir schon mal hier sind, lass uns gleich einen Kampf austragen. Sie, Alter. Dann zeig ich dir mal, was meine Partner so drauf haben. Ich habe damals hier Mon verloren, weil er die Evoli-Entwicklung hatte, der gute Dexio. Und er hat einen Z-Stein. Oder nee, ist ein Megastein, den er hat, ne? Megastein. Kein Z-Stein, ist ein Megastein, der neue. Okay, ich bin bereit, Dexio. Pantimimimimimi! Okay. Gegen Fleckmon, was nicht so ganz hoch ist vom KP-Wert her gerade, sehe ich. Nicht so geil, aber wir gehen einfach auf Lichtschild. So macht er gar keinen Damage mehr jetzt.
Und wir gehen einfach mal für eine Aqua-Knarre. Ich weiß nicht, wie viel Damage wir ziehen werden. Ich glaube, der ist Typ Fee-Psycho, von daher wäre eine Konversion nicht so gut, aber Aqua-Knarre macht auch nichts. Wow. Derp ist halt noch nicht so gut, ne, mit den Moves, den er gerade hat. Unsere alle Mons sind angeschwächt. Mega sad. Ich kann auf Basilisk nicht rausgehen. Theoretisch kann ich auf ACDC rausgehen, aber der ist halt auch angeschwächt. Ich muss erstmal die Chance nutzen. Leute, ich muss erstmal eigentlich mein Team heilen. Aber ich habe nicht mal Tränke mehr. Toffifee wäre ein Play. Ja, Toffifee wäre der einzige Play, den ich gerade machen kann. Let's go, Toffifee. Punkt kommt, das resisten wir. Lichtschild ist noch draußen, falls er speziell angreifen will. Wir gehen auf den Steinwurf. Step. Granitstein. Das ist ein Two-Shot. Sehr, sehr sick. Confusion. Das dürfte nicht so viel zu ihm. Durch den Lichtschild halt, ne? Wenn da kein Lichtschild draußen wäre, Leute, wir hätten den doppelten Damage gefressen jetzt. Boom. Boom. Kommt jetzt Glaciola. Bin mir sehr, sehr sicher eigentlich, dass Glaciola kommt. Lichtschild hört auf zu wirken. Ziana. Wenn ACDC voll wäre, wäre das ein richtig gutes Mon dafür. Ich könnte Jerp einsetzen. Jerp heilen. ACDC heilen. ACDC rein. Käfer bis tot. Wollen wir es so probieren? Wir probieren es so. Wir probieren es so. Wir sind nicht voll geheilt, Leute. Das ist echt richtig Minus gerade. Das heißt, wir müssen uns im Kampf voll heilen. Level 15er Ziana. Das ist nicht bad. Super Trunk für Derp. Let's go. Let's go, Derpy. Es kommt ein Ziehstrahl, den resisten wir. Und er macht nichts. Okay. Wir machen es so, wie ich gesagt habe. Wir wollen mit ACDC killen. Wir wollen mit AC killen. Kein Crit. Danke. 25. Wenn er crittet, bin ich tot. Please don't crit. Flinkklaue, yes! Das ist dann egal. Obwohl, Crit geht auch durch Lichtschild. Das heißt, wenn du crittest, bin ich tot. Please don't crit. Gut, sehr gut. So, Lichtschild ist draußen. Er sollte AC das gut abfangen. Kann mit Käfer bis killen. Denn wir haben den Silberhauch oder Silberstaub. Irgendwie sowas auf ACDC, den habe ich ebenfalls gefunden, glaube ich. Und damit machen wir mehr Damage mit Käfer-Moves. Bitte nicht über die Hälfte. Das macht er. Oh, macht nicht über die Hälfte, okay. Wir sollten nicht outspeeden und er sollte gut Damage drücken können. Ziehstrahl kommt. AC! Yes, Käferbiss! Sehr effektiv, Alter, komm. Sick der AC! Sick der AC! Sick de Lan! Level 16 für AC. Funkensprung, oh geil. Sehr, sehr gut. Ich werde Lebensstein erstmal behalten. Klammer ist nicht so OP, deswegen machen wir Klammer mal weg. Aber einen sehr guten Elektromove jetzt erstmal im Set. Sehr, sehr nice. Wie er aussieht da. Wir sind verrückte Wissenschaftler. Wie sehr unterscheiden sich die Trainer Alola von den in Carlos? Beide haben ihren ganz eigenen Stil. Und wir kriegen Money. Pada, pada, pada. Sehr sick. Sehr, sehr sick. Etwas anderes hört ihr von einem Trainer auf Inselwanderschaft auch nicht erwartet. Ich kann die starke Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon spüren. Einen Moment lang hat es sich so angefühlt, als wäre ich Teil einer Inselwanderschaft gewesen. Das heißt, Dankeschön, heile ich deine Pokémon. Danke, dass du es nicht vorm Kampf gemacht hast, finde ich ein bisschen assig. Aber okay. Du und dein Pokémon seid eine nahezu unschlagbare Kombination. Das erinnert mich an uns früher. Ah, und an die fünf jungen Trainer von damals. Super cool, Alter. Hier ein kleines Zeichen unserer Dankbarkeit. Top Genesung. Ja, danke, Alter. Danke. Es könnte sicher nicht schaden, auf Route 4 etwas zu trainieren und Verbindung zu deinen Pokémon weiter zu vertiefen. Also dann, bon voyage. Keine Ahnung, wieder an Carlos, weil das ja eine französische Region ist. Bon voyage. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir speichern hier. Ich höre erstmal auf mit aufnehmen. Und ich wünsche euch noch einen Tag. Macht's gut, lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst ein Abo da, falls ihr nicht getan habt, um Teil der Zero Army zu werden. Ich bin aber raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.